Die Neugestaltung der wirtschaftlichen Weltordnung schreitet unaufhaltsam voran. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien über die letzten Jahre sehr stark gewachsen sind und eine immer wichtigere Rolle in der Weltwirtschaft eingenommen haben. China wird, so geht man davon aus, bis 2020, also bereits in 10 Jahren, die größte Weltwirtschaft, die größte Wirtschaft der Welt sein, eine sehr starke Position innehaben, auch deshalb, weil über die letzten Jahre sehr viele Devisen angespart wurden. China verfügt über große Geldreserven, währenddem wir im Westen bekannterweise sehr stark verschuldet sind. Allerdings gibt es auch andere Szenarien. Experten gehen davon aus, oder vermuten zumindest, dass es möglich sein könnte, dass China bis 2030 oder 40 auseinanderbrechen könnte. Der Grund dafür wäre, dass die Spannungen zwischen den sehr reichen Küstenregionen wie Shanghai und dem armen Zentrum so groß werden, dass eben die reichen Regionen nicht mehr bereit sind, die anderen zu subventionieren. Vorübergehend ist es aber sicherlich so, dass sich das Zentrum der wirtschaftlichen Macht weg vom atlantischen Wirtschaftsraum zwischen Europa und den USA hin zum pazifischen Wirtschaftsraum, also zwischen den USA und China, bewegen wird und letztendlich dadurch eben das Rückgrat der globalen Wirtschaft der nächsten Jahre formen wird, indem die USA, Indien und China eine wichtige Rolle spielen. Die Rolle von Europa hängt sehr stark davon ab, was wir in den nächsten Jahren oder jetzt heute entscheiden, ob es uns gelingen wird, Wachstum zu generieren, trotzdem sehr viele Länder stark verschuldet sind. Natürlich liegt ein wesentliches Gewicht in der schieren demografischen Macht, also den vielen jungen Leuten im Arbeitsmarkt, über die China, Indien und auch Brasilien verfügen. Das haben wir hier nicht. Es geht aber auch eben natürlich Ansätze, wie man immer noch nach wie vor mit Innovation, mit neuen Produkten, mit Erfindergeist Wachstum generieren kann. Dafür braucht es einerseits Investitionen in Bildung. Wissen ist einer der wenigsten Rohstoffe, der sich vermehrt. Und es braucht aber auch immer wieder den Mut, Dinge voranzutreiben, währenddem wir durch den wachsenden Wohlstand natürlich immer träger geworden sind. Also ich glaube, man darf sich durchaus auf gewisse alte Tugenden zurückbesinnen.